ihr auch an Weihnachten immer zu Hause? Ja, bei uns am Samstag. Wir backen und essen Plätzchen, immerhin. Ein guter Teig ist die Grundlage für gute Plätzchen. Ganz auch noch. Tipptopp. Okay, du musst ihn jetzt brüderlich und schwesterlich teilen. Wir teilen den mal. So, und wie fandet ihr 23 so? War schon besonders. Ein sehr herausforderndes Jahr. Vielen Überraschungen, gewollt und ungewollt. Kann man so sagen. Bäumchen. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Am Ende dann noch eins für mich. Wäre das nicht schön, wenn wir uns was backen könnten, so wie hier die Plätzchen? Klarheit in den Rahmenbedingungen für unsere Einrichtungen wäre toll. Und fürs gesamte Unternehmen? Naja, wir haben 2023 sehr gut überstanden und das werden wir auch mit 24 und den Folgejahren machen. Da bin ich mir auch sehr sicher. Ja, aber du hast hier mit der Farbe die Begrenzung ja ganz schön geschickt gemacht. Ne? Du füllst auf mit Schokolade. Ne? Ja. Außen machst du auch einen Rahmen drum. Und da sind die Rahmen, das sind vernünftige Rahmenbedingungen. Genau, und dann, Schokolade. In der Mitte kommt kräftig die Schokolade rein. Hey, Wahnsinn. Ja, sieht das nicht schön aus? Ja. Ah, probierst du das jetzt? Qualitätssicherung. Qualitätssicherung. Mhm. Okay. Mhm. ...2023 ist für uns ja auch so ein ganz besonderes Jahr. 160 Jahre Waldbreitbacher Franziskanerin, 120 Jahre Marienhausgruppe. Tradition, etwas, was uns sehr wichtig ist. Da können wir sehr, sehr stolz drauf sein, ja, dass wir das dieses Jahr feiern konnten. Und auf unser erstes gemeinsames Plätzchen. In diesem Sinne, Ihnen allen eine gute Adventszeit.